Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem vielleicht schon Finale von Let's Play Prince of Persia. Ich kann noch nicht versprechen, dass der letzte Part wird. Vielleicht wird es auch der vorletzte, vielleicht kommt da noch einiges mehr, Leute. Aber eins ist klar, wir nähern uns mit großen Schritten dem Finale, Leute. Beim letzten Mal haben wir die Konkubine besiegt. Nun müssen wir ein letztes Mal noch zum Tempel gehen. Und dort müssen wir ein letztes Mal hier Elika benutzen und ihre Kräfte, um Ahriman ein für alle Mal zu versiegeln, Leute. Er ist der Letzte, was noch bleibt. Wir haben den Jäger, den Alchemisten, den Krieger und beim letzten Mal die Konkubine besiegt. Und nun ist es Zeit, den dunklen Gott höchstpersönlich in den Allerwertesten zu treten. Wir gehen nun zum Tempel, heilen das Land und versiegeln den Gott der Dunkelheit und retten das Land. Vielleicht Elikas Vater und uns selbst. Hier seht ihr, Leute, Ahrimans Dunkelkraft strömt weiter aus. Doch wir werden verhindern, dass er freikommt, Leute. Wir werden es schaffen und ihn ein für alle Mal hier versiegeln, dass er niemals wieder jemanden schaden kann. Es ist Zeit, die Sache ein für alle Mal zu beenden, Leute. Was aus Elikas Vater wird, aus uns wird, wir wissen es nicht, Leute. Doch eins ist klar. Die Sache wird so oder so ihr Ende finden. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist der Raum, in dem uns immer hier die Kräfte gezeigt worden sind. Und ich glaube, jetzt ist hier nochmal der Abschlusstest, Leute. Die letzte Prüfung, ob wir hier mit den Kräften umgehen können. So. Nein, ich kann es nicht. Okay, hier. Die Kraft des Wassers hier, mit dem wir zu der Konkubine und zum Krieger gegangen sind. Die Feuerkraft, die wir schon sehr lange hatten und mit dem wir zum Jäger und Alchemisten konnten. Die Laufkraft, die ebenfalls für den Alchemisten und ich glaube auch für den Jäger wichtig waren. Nochmal hier die schöne Feuerkraft. Und bald kommt natürlich dann auch wieder meine absolute Lieblingskraft. Obwohl, eigentlich finde ich die Kraft gerade schlimmer. Ah, da ist sie ja schon. Hab sie fast vermisst, Leute. Dort ist jetzt nochmal die Flugkraft, die wir für die Konkubine und irgendjemand anderen noch gebraucht haben. Naja, ich glaube, es war sicher der Alchemist. Ja, es war sicher der Alchemist. Vielleicht auch nicht. Egal, wurscht. So, Leute. Denn so oder so, Leute, wir haben alle Kräfte drauf und das ist das Wichtigste. Und mit diesen Kräften können wir hoffentlich Ahriman stoppen. Leicht wird es aber sicher nicht. Weil ich schätze mal, wenn wir jetzt aber sterben, dann können wir alles immer von neu machen. Und dann habe ich hier schon keine Lust mehr. So. Das war fies, Leute. Alter, und immer noch keine Plattform. Ein Tod und alles nochmal von neu. Ein Tod und alles nochmal von neu. Und es hört nicht auf. Ey, Leute. Leute. Also, langsam. Ich sehe ja kaum noch was, Leute, wo ich überhaupt hinfliege. Es ist ja eh alles nur so bläulich, dunkel, da kenne ich ja kaum was. So. Dann. Oh, Leute. Oh, ich dachte, ich sterbe jetzt bei dem leichten Jump hier. Das wäre echt ärgerlich gewesen. So. Ring. Hör auf! Immer den Bildschirm schwarz, weißt du, Mann. Ey, das macht mich kirre. So. Das ist meine Plattform. Ja, so stelle ich mir das vor. Und wir haben es geschafft, Leute. Das war mit Abstand die schwerste Jump'n'Run-Passage. Einmal gestorben und wir hätten erst nochmal neu machen müssen. Und nun heißt es Dunkel zu Licht. Sollten Helden nicht immer genau zur rechten Zeit erscheinen, wir haben wohl unser Stichwort verpasst. Warte. Ich vergebe dir. Dann lass uns leben. Lass uns frei. Es gibt nichts zu fürchten. Ich wollte nur, dass du lebst. Du nahmst mein Leben, verdarbst alles, wofür ich lebte. Lass uns gehen, gemeinsam.
Und wir sehen, Leute, zu was ihr Vater geworden ist, Leute. Zu demselben Monstrum, zu was auch die anderen geworden sind, Leute. Ein Monstrum, was nur noch für Ahriman arbeitet, Leute. Und für die es keine Hoffnung mehr auf Leben gibt. So traurig es auch ist, Leute. Für dich ist jede Hoffnung zu spät, Leute. Und das heißt, wir müssen dich besiegen, Leute. Leicht wird das sicher nicht werden. Aber mit Elika werden wir das doch schaffen, Leute. So. Oh. Was? Oh nein. Oh nein. So leicht kriegst du uns nicht. So leicht kriegst du uns definitiv nicht. So. Oh, Leute. Das ist nichts zu dem, was er vorher drauf hat, Leute. Er ist so unglaublich agil und ihr seht, Leute, er hat die Fähigkeit auch der anderen übernommen. Er hat hier gerade versucht, den Move der der Konkubine zu machen, dass er uns verwirrt, Leute. Er ist unglaublich stark, Leute. Aber wir werden ihn besiegen, Leute. Wir müssen ihn besiegen! Elika Punch Ball! Und jetzt hat er hier die Kraft des Jägers angewandt, um uns nochmal zu blenden, Leute. Doch. Mein lieber netter König, Leute. Es ist keine Zeit für Blender. Es ist Zeit für die Abrechnung. So. Elika erstmal weggeboxt. Und jetzt komm. Kämpf. 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 So. Weg mit dir. Was macht denn jetzt? Oh, was macht denn jetzt? Gar nicht cool, Leute. Zum Glück hat er auch seine eigenen Kräfte drauf, sonst wäre es ja zu leicht, gell? Zack und zack und zack und zack! Oh, Leute, das war ein Kombi. So, nein, Elika, aufpassen! So, ihr kriegt das hin, ihr kriegt das hin! Und in die Augen hauen! Zick! So, okay, Leute. Er ist unglaublich stark, Leute. Unglaublich stark, aber wir müssen auch dich sie gern. Und jetzt, natürlich. Oh nein, nicht das. So, komm schon. Komm schon, Elika. Mein fertig. Und jetzt. Ein letztes Mal. Auf Wiedersehen, König. Leute, Leute, was ist denn das? Ist das Ahriman? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Flieg! Achso, ich muss dahinter. Oh nein. Oh nein. Nein! Ja, erstmal runtergejumpt. Sehr geil. Sehr schön gemacht. So, okay. Alle guten Dinge sind zwei, wie man so schön sagt, Leute. Was ist das? Was ist das, Leute? Was ist das? Okay, Leute. Auf diesen Platten... Unnötiger Tod. Unnötiger Tod. Auf diesen Platten sind wir vor dieser Finsternis, die da unten herkommt, sicher. Aber sicher sind wir nicht vor eigener Dummheit. Und vor dem Monster, was ist denn? Ist es Elikas Vater? Es ist Ahriman. Aua. Dankeschön. So, schnell, 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 schnell. Oh, ne. Aus seiner Ego-Perspektive. Sehr schön. Zum Glück ist er zu faul, um uns zu hauen. Nein, ich hab gerade was anderes zu tun, Leute. Mein Kleiner. Ich weiß gar nicht, was du bist. Ich will es gar nicht wissen, Leute. Es sah aus wie ein Drache. Oh mein Gott. 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 Elika, Elika, verschütz mich! Schlapper, 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 schleim. Okay. Böser, böser, böse, böse. Au, 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 au! Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Lebe ich?
Sterbe ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da. Ah, was ist das? Irgendwas, was wir aktivieren können. Elika, mach was! Mach was! Mach was! Stoß das Dunkel zurück! Da scheint ehrlich gesagt nicht so viel zu geholfen zu haben. Das. Au, au, au! Auf damit! Bitte! Das ist gar nicht gut. Oh nein, Schleim, Schleim, Schleim. Elika! Oh, danke, Plattform. Okay, okay. Alles super. Alles locker flockig. Schlabber, schlabber, Schleim. Über Schlabber, Schlabber, Schleim. Sehr schön, Leute. Und klettern, klettern, klettern. Und schnell. Ja, da braucht man bisher sehr viel Kraft, Leute. Ormis. Orma. Ormo, wo bist du denn? In mir wiedergeboren. In dir wird nichts wiedergeboren. In dir wird jetzt gleich was ausgerottet. Oder? Das war knapp. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum ist er so riesig und so groß und so dunkel und so fies? Und warum hat er so krasse Moves draus? Oh mein Gott, oh mein Gott. Help! Oh Leute, zu knapp. Zu knapp. Out! Knapp daneben ist auch vorbei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gleich kommt wieder Schlabberschleim, Schlabberschleim. Elika, schneller rein, schneller rein. Oh! Okay, Leute. Da ist die nächste Plattform, Leute. Nächste Plattform, schnell darauf. Schnell darauf. Komm schon, komm schon. Elika! Leg los! Mach es kaputt! Oh, Leute. Es ist unglaublich stark. Ich weiß gar nicht, was es ist, Leute. Ob es... Es ist... Ormas, Leute. Nicht Ormas. Ja, wenn es Ormas wäre, hätte ich halb so viele Probleme, Leute. Es ist eindeutig... Ariman, Leute. Er kehrt zurück, Leute. Und wenn wir es nicht schleunig schaffen, ihn irgendwie noch zu stoppen, Leute, wäre er noch viel mächtiger. Mächtiger als jetzt, Leute. Das dürfen wir nicht zulassen, Leute. Wir müssen weiterkämpfen. Und ausweichen. Komm, Leute. Wir kriegen das hin. Komm her, Elika. Schnell. Out, out, out. Ah, Leute, 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 Leute. Schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. 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 Schnell. Das war definitiv schon wieder zu knapp. So. Schnell. Und jetzt weiter. Hier, komm schon, Leute. Wir müssen zu den nächsten dieser fruchtbaren Gebiete hier, die hier sind. Da oben ist eins. Da oben ist eins. Wir kommen wieder hoch. Wir kommen wieder hoch. Wir kommen wieder hoch. Wir kommen wieder hoch. Ich weiß es nicht. Muss ich da hin? Ich hab das jetzt verpasst oder so. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schütz mich! Dankeschön. Mein kleiner Kreis hier, Leute. Ey, das ist so... Das ist echt furchtbar, Leute, hier zu sehen. Aus seiner Perspektive. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe das nicht verpasst hier, das fruchtbare Gebiet. Das wäre echt ganz dumm gewesen. Oh mein Gott. Es gibt ja nichts zu laufen, wenn wir sterben. So, okay. Sorry. Alles super. Und alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Oh mein Gott. Hör auf mich zu verfolgen. Hör auf mich zu verfolgen. Was ist jetzt? Ah! Die Dunkelheit. Ey Leute, wie grausig ist es? Die Dunkelheit frisst uns da immer so auf. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, er verfolgt uns schon wieder. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Okay. Nun ist... Ich weiß nicht. Ich sage immer noch, es ist ein riesen Drachenviech, ein Monster. Was immer nicht die beste Zielgenauigkeit hat. Und es will uns hier töten, Leute. Oh mein Gott. Oh nein, Leute. Und dieser schwarze Schleim, er steigt immer hoch. Die schwarze Energie hier, Leute. Die das ganze Land hier verdorben hat, Leute. Sie ist hinter uns her, Leute. Und wenn wir nicht bald was machen, Leute, dann werden wir auch sein. So, komm. Aktivier's, Elika. Komm schon. Töte ihn. Und nun, komm schon, Leute. Nun ist es hier Zeit. Wir haben drei Gebiete aktiviert und nun fliegen wir hier durch die Gegend, Leute. Dort ist Ariman, Leute. Und dort
müssen wir ihn nun besiegen, Leute. Er ist da, Leute. Er ist zurückgekehrt, Leute. Und wenn wir nicht schnell was unternehmen, wird er noch stärker. Wir müssen es beenden! Geschafft! Elika, geschafft! Elika? Verzeih. Nein! Und Elike hat den höchsten Preis gezahlt, um Ahriman ein für alle Mal, ja, in Gewahrsam zu nehmen, Leute. Ahriman ist, bevor er an seine Kräfte gekommen ist, besiegt. Doch unsere Freundin hier, Elika, zu der ja unser Prinz im Laufe des Spiels ja doch ein wenig mehr empfunden hat, als er hier zugeben möchte, musste das mit ihrem Leben zahlen. Und mit ihren letzten Kräften scheinbar hat sie es geschafft und Ahriman besiegt. Ja, doch nun ist es so gekommen, Leute. Ja, wie es eigentlich zu erwarten war, Leute. Damals hat der Prinz, nicht der Prinz, der König, sein Leben gegeben, um seine Tochter zu retten. Und schließlich, trotz all dem, was wir durchgemacht haben, hat es im Endeffekt dasselbe Ergebnis. Ja, Leute, und das war nun hier, wir sehen es an den Credits, Leute, Prince of Persia. Ein wunderbares, schönes Spiel, das leider doch ein wenig tragisch ausgeht, Leute. Doch wer weiß, vielleicht kommt ja da noch das eine oder andere. Nicht ohne Grund bewegen wir uns hier selbst. Wir können sogar anhalten. Hallo. Ja, Leute, ich will das hier eigentlich noch zu Ende bringen, bevor ich dann hier noch ein bisschen was weiter sage, denn Leute, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz erinnern, was kommt, Leute. Ich habe das Gefühl, dass da noch etwas kommt, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Eins kommt zumindest sicher. Ein Blick auf das Land, was wir gerettet haben, was nun hier in seiner wunderbaren Blüte wieder strahlt. Doch zu einem hohen Preis. Darum bitten.
Und so schließt sich nun der Kreislauf. Ja, Leute. Ich denke, ihr seht alle, was das hier bedeutet, Leute. Hier sind übrigens nochmal alle Gebiete, die wir befreit haben, Leute. Ihr seht es hier. Alle Gebiete und hier den Tempel. Alle sind befreit. Doch nun wird der Prinz etwas machen, ja, was auch hier Elikas Vater getan hat. Und wird dafür auch wahrscheinlich den gleichen Preis zahlen müssen. Wir haben ja hier die Geschichte erzählt bekommen, dass der König in Wahrheit Arima nur freigelassen hat, um eben Elika zu heilen. Um Elika zu heilen, wieder von den Toten zu erwecken. Und dasselbe macht nun Ariman hier mit uns, Leute. Und ich denke, es ist klar, was unser Prinz hier nun vorhat und wir auch hier nun in die Tat umsetzen werden, Leute. Ihr wisst, für was diese Bäume stehen, für die fruchtbaren Gebiete, die wir geheilt haben. Und ihr wisst auch, was der Prinz vorhat. Dunkelheit über das Land zu bringen. Das Land zu zerstören. Ihr seht es, Leute. Die Dunkelheit breitet sich wieder aus, Leute. Und das ist das Gleiche, was hier Elikas Vater getan hat, Leute. Um eben hier Elika zu retten. Und am Ende haben all diese Opfer nichts gebracht, denn der Prinz macht dasselbe. Wir können jetzt auch hier einfach wunderschönes Projekt beenden, Leute. Aber ich denke, das offizielle Ende passt natürlich dann hier noch ein wenig besser, um hier die Sache noch ein wenig besser abzurunden. Ariman flüstert uns hier irgendwelche Sachen zu. Doch, ich denke, er weiß eh schon, dass es eh schon vorbei ist, Leute. Der Prinz, er macht es, Leute. Er will hier ebenfalls hier die Siegel von Ariman zerstören, um Elika zu retten, Leute. Und da muss er gar nicht mehr hier mit seinen Überzeugungsversuchen kommen oder so. Es ist schon geschehen. All die Gebiete, die wir hier befreit haben, das sind die Gebiete der Konkubine gewesen, die wir jetzt als letztes hier angegangen sind, werden nun hier wieder von der Dunkelheit übermannt, Leute. Die Konkubine. Nun haben wir auch wieder sie befreit, nachdem wir hier den Krieger befreit haben, kommt nun auch hier die Konkubine zurück. Und nun folgt der nächste. In langen, harten Kämpfen haben wir den Alchemisten bezwungen. Irgendwie, Leute. Irgendwie. Doch nun, ja, wird er wieder zurückkehren. Genauso wie die anderen. Vom Schmerz hier überrannt, Leute. Vom Schmerz hier der toten Elika macht er den gleichen Fehler, den hier auch der Vater begangen hat. Und so schließt sich dann auch hier der Kreislauf. Und ihr wisst ja, mit was das hier enden wird. Nicht nur, dass wir hier die Gebiete wieder zerstören. Nicht nur, dass wir hier wieder die Gefolgschaft rauslassen mit der Konkubine. Denn am Ende wartet der Schlimmste von allen. Ariman. Und die Dunkelheit, die wir einst versiegelt haben, kommt nun zurück. Und ihr wisst nun, was nun als letzter Schritt uns noch erwartet, Leute. Das Gleiche zu tun, mit dem auch das Spiel begonnen hat. Den Baum, der hier für Arimans Gefängnis steht, zu zerstören. Ja, Leute, Leute, Leute. Es ist schon echt traurig, wenn man sich das überlegt, Leute. Der Fehler, mit dem alles begonnen hat, mit dem hier der ganze Wahn hier begonnen hat mit Ariman, wird nun erneut begangen, und zwar von uns. Und das Tor öffnet sich. Und das alles hier, um Elika zu retten. Um sie erneut hier von den Toten zu retten, Leute. Es war uns ja allen klar, dass hier ein bisschen mehr zwischen ihr und ihm und der Prinzessin hier war, Leute.
Und man sieht es auch, denn er gibt alles. Selbst das Schicksal der Welt opfert er für Alika. Leiste keinen Widerstand. Das Licht brennt. Das Dunkel lindert. Mein war die Gefangenschaft. Mein war der Schmerz. Sie brannte so hell. Warum? Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Was ist schon ein Sandkorn im Sturm? Und das war nun hier Let's Play Prince of Persia. Ja, Leute, ein schönes Spiel, doch das Ende kann man nun wirklich nicht als Happy End bezeichnen. Die Fehler wurden erneut begangen und Ahriman ist nun frei. Ahriman ist in Freiheit, Leute. Das Monster. Es ist frei. Ja, Leute, ich muss sagen, Prince of Persia ist ein fantastisches Spiel, Leute. Ich habe es in meine Top 20 Spiele aller Zeiten reingetan. Und es hat auch seinen Grund, Leute. Ich habe schon öfters gesagt, Leute, es ist eines der wunderschönsten Spiele. Cell-Shading, habe ich auch schon öfters gesagt, ist so ein Look, der einem teilweise auf die Nerven geht. Wenn man sich sowas wie Borderlands anschaut, Borderlands nervt mich irgendwann. Weil Cell-Shading, habe ich immer das Gefühl, ist halt in vielen Spielen so der Look, ja, wir können uns keine Grafik leisten. Und man kann aber daraus echt was Schönes machen. Und das sieht man hier, Leute. Es sieht so atemberaubend schön aus, Leute. Das Spiel ist jetzt schon knapp 6-7 Jahre alt. Ist am Anfang der Next-Gen-Ära gekommen, Leute. Und jetzt mal ganz ehrlich, du da ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen so ein paar Fehler beheben, Leute. Du kannst es immer noch wirklich mal sagen, als schön, als halbwegs guten PS4-Titel verkaufen, Leute. Der Stil ist einfach zeitlos, Leute. Und das macht das Spiel auch einfach so gut, Leute. Es ist ein atemberaubend schönes Spiel, Leute, mit einer wirklich schönen Story. Die Geschichte ist jetzt nicht originell, Leute, aber mir gefällt es einfach so, dieses halt orientalische Flair, ey, der mit dem Prinzen, der immer gut gelaunt ist, immer einen blöden Spruch auf den Lippen hat und hier mit der Elika, der etwas anfangs steifen und einfach hier wie die zusammenarbeiten, Leute, dieses Zusammen halt von den beiden ist halt echt schön im Laufe des Spiels mitzuerleben, wie sie sich halt näher kommen. Es ist zu 1000% klischeehaft, Leute. Es ist alles schon mal gewesen. Es ist ja im Endeffekt hier wirklich 1001 Nacht Aladdin, wie man es auch immer nennen will. Aber es ist einfach so schön gemacht, Leute. Und das ist auch das, was kein anderes Prince of Persia hat, Leute. Eine wirklich schöne Story mit wunderbaren Charakteren. Und nur wenig Spiele wirklich, finde ich, haben sowas Schönes. Einfach wirklich, wo der Stil und die Charaktere alles schon mal gut machen. Und das Gameplay ist ja gar nicht schlecht, Leute. Man kann in diesem Spiel nicht sterben. Und wir haben es geschafft, Leute! Party! Wir sind unter 100 Mal gestorben. Kann man gleich mal... Ah, ich bin jetzt online. Dann müsste ich ja 1000 Jahre warten. Warte mal eine Sekunde.
So, voll unprofessionell während des Let's Plays aufgestanden, ne? Aber ich möchte es einmal anschauen, Leute. Bin so stolz drauf. Ah, es ist so schön. Jetzt komm. Nein, jetzt lädt's nicht. Das ist so typisch. So, ich möchte es nämlich einmal anschauen, Leute. Und dazu mich freuen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind unter 100 Mal gestorben. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ah. Also, ich muss sagen, bei meinem letzten Durchlauf habe ich viel mehr von diesen Lichtkeimen eingesammelt. Das könnte sein, dass ich deswegen gestorben bin. Aber ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe. Bla 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 bla. Komm, ich will sehen. Ich will sehen. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Hier, so. 700 Lichtkeimen habe ich bei meinem anderen. 1001 gibt es insgesamt. Sehr schön. Komm, komm, komm. Jetzt komm. Ich will es doch hier sehen. Bleifuß. Das Spiel weniger als 12 Stunden beendet. Und noch. Viel wichtiger. Ach, wo haben wir es denn hier? Bla 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 bla. Das habe ich übersehen. Behutsamer Umgang, wo behutsamer Umgang. Da ist es. Im ganzen Spiel wieder als 100 Mal gerettet worden von Erika. Ah, Leute, ich bin so stolz, dass ich das geschafft habe, Leute. Ha, das ist so cool. Hätte ich ehrlich gesagt niemals damit gerechnet. Aber wir haben es geschafft, Leute. Da freue ich mich richtig drüber. Ich kann nur sagen, Leute. Hut euch, Prince of Persia, Leute. Es ist seit Jahren schon ein Low-Budget-Titel, den man für einen 20er höchstens kaufen kann. Bei Steam für 10 Euro gibt es dieses Spiel, Leute. Und ganz ehrlich, das Spiel ist nicht unbedingt lang. Man könnte locker noch ein bisschen was rausholen. Kommt auf seine 8 bis 10 Stunden, Leute. Und man hat einfach ein wunderschönes Abenteuer erlebt, Leute. Es ist ein unglaublich cooles Spiel, Leute, mit einer schönen Welt, tollen Charakteren und einem wirklich Gameplay, was jetzt, wie gesagt, durch seine Einfachheit, aber trotzdem gut ist. Man kann nicht sterben. Stimmt. Und ich meine halt, boah, man hätte das ein bisschen entschärfen können. Ich weiß nicht, man hätte irgendwie so einen Button machen können. Ja, ohne für Profis rettet dich Elika nicht und für Normale rettet sie dich halt. Das hätte man machen können. Aber Leute, ich liebe dieses Kampfsystem einfach von Prince of Persia. Es ist nicht anspruchsvoll, weil du kannst halt nicht sterben. Aber es ist geil, Leute. Es sieht so phänomenal aus, Leute. Man hat ja wirklich ein paar der schönsten Choreografien auf einen Kämpfen, Leute. Es erinnert mich ein bisschen an Beyond Good and Evil, was auch wunderschöne Kampfanimationen hat, Leute. Und hier ist es sehr ähnlich, Leute. Es sieht einfach fantastisch aus hier. Wie die dann immer hier durch die Lüfte fliegen, Leute. Ach, Leute. Und am Ende hast du halt hier wirklich ein tragisches Ende. Ich finde persönlich, Prince of Persia ist ein fantastisches Spiel. Und ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Damals, als ich es durchgespielt habe, war es einer der allerersten Spiele, die ich wirklich hier auf der PS3 gespielt habe. Und bis heute hat es sich gehalten als wirklich eines der schönsten Spiele, die ich hier auf dieser tollen Konsole gespielt habe. Es mag vielleicht nicht das beste Prince of Persia Spiel für viele sein, doch für mich ist es mit Abstand das Beste. Ja, klar, okay, diese ganze Sense of Time Trilogie war super, das erste überhaupt war super, bla bla bla. Doch für mir haben diese Spiele immer nicht so viel Spaß gemacht, weil sie halt so hacke, hacke, hacke schwer waren. Und das fand ich immer ein bisschen unschön. Also besonders der erste Sense of Time, ich finde den so schlimm, weil der ist so schwer. Der zweite ist das schon, ja, der dritte ist gut. Der dritte, mit dem hatte ich mal Spaß, aber sonst, ja, nicht so. Prince of Persia hier ist ein fantastisches Spiel, während der fünfte ja dann wieder noch leichter wird, im Endeffekt. Auch, aber mache ich persönlich lieber als die Sense of Time Trilogie. Dann gibt es ja noch diese Uralt-Dinger, die ich natürlich dann auch wieder ganz cool fand eigentlich, diese Retro-Dinger. Habe ich mal auf dem iPod gespielt, waren lustig. Doch keines dieser Spiele hat mit nur annähernd, finde ich, diesen Qualität eben wie dieses Spiel. Von der Grafik, von der Musik, von der Geschichte, von den Charakteren, es ist einfach alles drin und es ist einfach alles fantastisch reingemacht. Also Leute, mal abgesehen davon, dass wir hier ein wenig ein destruktives Ende haben, kann man eigentlich nicht viel mutzen, oder? Ich muss mir unbedingt noch den DLC holen. Es gibt ja einen DLC, der ist Epilog, der kostet aber 10 Euro und soll nur knapp 2 Stunden lang sein, was schon echt ein wenig sehr kurz ist. Trotzdem, er soll die Geschichte weiterführen, Leute, und ich muss mir den unbedingt holen, einfach weil ich gerne hier weiterspielen würde in der Welt. Leute, ich hoffe so sehr auf ein neues Prince of Persia Spiel. Dieser Reihe. Nicht der Sense of Time Trilogy, nicht neuer Prinz. Nein, Leute, ich will diese Serie weiter haben. Ich verstehe auch echt nicht, warum das nicht weitergeht, Leute. Dieser Prince of Persia Time ist nach Sense of Time der mit Abstand bestverkaufteste. Er war ein sehr gut bewerteter und ja, das sind doch genug Argumente, Leute. Ich verstehe echt nicht, warum hier überhaupt kein neues Prince of Persia mehr kommt. Hat der Film, der jetzt ja, ich glaube, ich weiß nicht, 180 hat er eingespielt und 200 Millionen hat er gekostet,
Und das ist natürlich ein bisschen hier ein Einschlag gewesen, aber trotzdem, Leute, da kann man doch ein neues Spiel machen. Da müssen die ja keinen neuen Film machen, auch weil ich den Film gut fand. Ach, Leute. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, alle Prince of Persia Fans hassen mich. Ich mag den Film, ich mag das 2008er, was irgendwie hartgesottene Fans als zu leicht bezeichnen. Bin schon hier der Anti-Prince of Persia. Aber mir ist es auch ehrlich gesagt wurscht, Leute. Es ist ein so gutes Spiel und es ist auch ein guter Film. Ich finde, der Film passt am besten zu diesem Spiel auch. Weil während die Alten halt wirklich immer eher... Also im Endeffekt hat der Film ja die Geschichte vom Ersten hier mit dem bösen Visier, bla 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 bla. Aber im Endeffekt, finde ich, passt er am besten hier zu dem. Eben ein netter, spaßiger, junger Prinz und ein etwas keckes, doch ein bisschen ernsteres Mädel und irgendwas, was die ganze Welt zerstören wird. Ich finde, es passt ehrlich gesagt am besten hier zu dem Spiel. Fängt halt den Geist hier ein. Und... das gefällt mir auch. Das hat mir im Film gut gefallen, das hat mir im Spiel hier gut gefallen. Die beiden Hauptcharaktere eben. Und ich sag so oft, und es liegt daran, dass die Quest schon 20 Jahre laufen und ich immer noch reden muss. Zumindestens der Film, ich habe mir den so oft angeschaut. Also dürfte einer der meistgeschautesten Filme aller Zeiten, also von mir aus sein. So 10, 20 Mal locker habe ich den angeschaut, Leute. 20 Mal eher. Also wirklich sehr oft. Und jedes Mal musste ich wirklich lachen. Jedes Mal musste ich schmunzeln, einfach weil der Film gut ist. Und ich will da auch jetzt nicht so rummachen, dass Leute sagen, mir hat der Spaß gemacht. Und ich sag ja, alles, was der Film hat, finde ich, ist in diesem Spiel drin. Und gut gemacht. Wirklich sehr gut gemacht. Und das ist auch das, warum mir dieses Spiel so gut gefällt. Und mir geht jetzt hier langsam der Redestoff aus. Also wirklich. Aber im Endeffekt kann man nur sagen, Leute, Prince of Persia, es ist einfach das Spiel. Ich sag's zum 20.000. Mal. Es ist ein dazu noch sehr billiges Spiel, Leute. Wenn ihr euch mal umschaut, ihr kriegt das Spiel sicher für 5 Euro oder weniger. Und dafür sollte sich doch mal jeder einfach mal aus Sympathie holen. Einfach weil dieses Spiel wirklich so gut gemacht ist und so viel Liebe gemacht ist. Dieser Cell-Shading-Lock sieht so cool aus. Und ich finde, in keinem Spiel, was mir bekannt ist, sieht er auch so gut und passend aus. Sowas wie Borderlands habe ich schon 5-mal gesagt, ach... da finde ich Cell-Shading ist einfach nur, oh, wir haben keine Grafik, wir wollen Geld sparen. Und auch in vielen anderen Spielen, also mir würde wirklich nur auf 13 einfallen, wo der Cell-Shading-Look wirklich, oh, das ist ja auch ein Ubisoft-Spiel. Oh, könnte man auch mal displayen. Hammer, habe ich mir mal gekauft. Egal, zumindest da passt er auch noch. Aber ansonsten passt er, finde ich, auf den Spielen nicht. Hier jedoch passt er so perfekt, Leute, und er macht für mich so viel aus. Eine wunderschöne Welt, wunderbare, lustige, interessante Charaktere. Auch wenn es nur 2 an der Zahl im Endeffekt sind, eine doch ganz interessante Geschichte, die sehr viel Nebenhandlung hat. Also ich sag jetzt nicht Nebenhandlung mit Nebensträngen, aber in der man halt viel dazu machen kann. Diese ganzen Dialoge zwischen dem Prinz und Elika sind alle optional und theoretisch könnte man auch alles skippen. Doch man kann, wenn man will, sich dort sehr viel anhören und dadurch wachsen die Charaktere ans Herz. Und natürlich der schöne Soundtrack und die schöne Welt, Leute. Ich sage, Prince of Persia ist ein fantastisches Spiel. Und all die, was anderes sagen, haben keine Ahnung. Es mag zu leicht sein, es mag auch nicht so viel Abwechslung haben, Leute, doch es ist trotzdem ein gutes Spiel. Und jeder sollte es sich kaufen. Und ich will gefälligst eine Fortsetzung haben. So, nun glaube ich, war es das hier von den Credits. Mir bleibt nur noch hier eine Sache zu sagen, Leute. Ich war's, bin es und werde es immer sein, euer MC Muffix. Vielleicht sehen wir uns mal hier mit einem anderen Spiel der Prince of Persia-Reihe. Wenn schon dem Dings da, dem neuen Teil da. Dem ganz neuen, weil die alten sind mir alle zu schwer. Oder vielleicht dem Original. Oder vielleicht nochmal dem Epilog. Ich weiß es noch nicht. Irgendwas wird aber sicher noch kommen. Doch nun verabschiede ich mich. Ich war's, euer Dempsey Muffix. Und das war Prince of Persia. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.